Heute ist es wieder soweit. 20 topmotivierte Azubis starten ins Berufsleben und beginnen ihre Ausbildung zum oder zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Los geht's! In den nächsten zwei Wochen werden unsere Azubis das 360-Grad-Zahn-Azubi-Programm durchlaufen. Das ist vollgepackt mit vier Programmen, um sie perfekt auf die Ausbildung und das Berufsleben vorzubereiten. Die Einführungswochen beginnen damit, dass die Azubis sich erst einmal untereinander kennenlernen und danach natürlich auch direkt mit unserer Praxis und dem gesamten Team vertraut gemacht werden. Hallo, ich heiße Malvesa, ich bin 18 Jahre alt und ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, da ich schon vorher, als ich auch ein Kind war, viel damit zu tun hatte, beim Zahnarzt zu Besuch zu sein und allgemein hatte ich auch eine Zahnspange und ich war halt oft Patientin in der Kieferorthopädie und auch beim Zahnarzt und das hat mich halt immer interessiert und deswegen wollte ich halt auch Leuten dazu helfen, ein Lächeln zu finden. Jeder Mensch sollte lächeln. In einem harmonierenden Team hat man am meisten Spaß und performt am besten. Deshalb glauben wir fest daran, den Teamgeist unserer Azubi-Klasse von vornherein zu wecken. Dies schaffen wir unter anderem mit einer Schnitzeljagd durch unsere gesamte Praxis und auch mit Interviews am Oberbilker Markt. Darf ich Sie kurz stören? Ja, bitte. Ich beginne jetzt meine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten und okay. Würde mich freuen, wenn Sie mir zwei kurze Fragen beantworten können. Erstens, wie muss ein Zahnarztbesuch sein, damit es ein positives Erlebnis wird? Was macht für Sie eine gute Zahnarzthelferin aus? Ein weiterer fester Bestandteil unserer Einführungswochen sind zahlreiche Schulungen, Coachings und Tipps, die von unseren erfahrenen Mitarbeitern an die Azubis weitergegeben werden. Zu den absoluten Highlights gehören aber auf jeden Fall die praktischen Parts, in denen unsere Azubis erste eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Wie das aussieht, seht ihr jetzt. Am Mittwoch haben wir mit Frau Hock und Frau Valerova die 01 simuliert. Die 01 ist einfach nur die Erstuntersuchung, die bei neuen Patienten stattfindet. Dort schauen wir einfach, wie der Mund aufgebaut ist, ob es schon Füllungen, Versiegelungen, Brücke, Implantate etc. gibt. Diese Befunde schreiben wir dann einfach auf. Und dann hat sie uns auch noch erklärt, in wie viele Quadranten der Mund aufgeteilt ist, und zwar in 1, 2, 3 und 4, sprich in 4 Quadranten, die normalerweise 28 Zähne beinhalten, mit Weisheitszähnen sind es 32. Nachdem im Theorieblock viel gelernt wurde, können unsere Azubis jetzt kaum abwarten, auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Dazu laufen sie in unseren verschiedenen Abteilungen mit.
Wir rekrutieren seit sehr vielen Jahren ganz bewusst Azubis, weil es ist uns wichtig, dass wir mit Azubis hier auch eine junge und ganz neue Generation mit reinbringen in die Zahnmedizin. Und die Azubis, die wir aussuchen, das ist ein super Matching. So super, dass wir gar keine Bedenken haben, dass selbst an einem Tag wie heute, wo der Bürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, uns besuchen kommt, um den Azubis alles Gute für den Berufstag zu wünschen, wir gar keine Bedenken haben, unsere Azubis und den Oberbürgermeister zusammenzubringen. Nachdem die Azubis unser Ausbildungsprogramm erfolgreich absolviert haben, gilt es, die Erfahrungen und Eindrücke der letzten zwei Wochen auf Plakaten festzuhalten. Diese präsentieren Sie den Zahnärzten und unserem Team und können so zeigen, was Sie in den letzten zwei Wochen gelernt haben. Also für mich war es einfach am schönsten zu sehen, die Entwicklung, wie die Azubis sich entwickelt haben von Anfang an, von der ersten Stunde an, wie die noch sehr distanziert gegenüber gewesen sind, alle mitten, also alle untereinander. Und genau, aber im Verlauf der zwei Wochen hat sich das natürlich komplett gewandelt. Alle haben jetzt das nötige Vertrauen aufgebaut, was sie auch brauchen. Ich glaube, 360 Grad Zahn hat mit diesen 20 Mädels ganz besondere neue Charaktere gewonnen. Und alle dürfen sich glücklich schätzen, diese 20 neuen Mädels jetzt begrüßen zu dürfen und dass sie weiterhin auf dem Weg begleitet werden.